dir hab ich so manches liebe Mal mit meiner Laute gesessen, hinunterblickend ins weite. Es ist wohl eines der schönsten Lieder, die es beim Volkslied gibt. Hier hab ich so manches liebe Mal mit meiner Laute gesessen. Franz von Dingelstädt, Dichter zwischen 1814 und 1881, liebte die Weser und gab seiner Liebe diese Worte. Von 1827 bis 1890 lebte Gustav Adolf Pressel. Er fand den Text so einmalig schön, dass er den Worten Töne gab. Und so entstand das Weserlied. Wenn heute, mehr als 100 Jahre später, wieder ein Mensch seine Liebe zur Weser in Worte und Töne fasst, so wandelt er auf den Spuren des Franz von Dingelstädt. Nur wer die Weser kennt, der weiß, wie Sehnsucht brennt. So heißt die heutige musikalische Liebeserklärung zum Fluss und seiner traumschönen Landschaft. Und der dies zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, ist Peter Schünemann. Peter Schünemann möchte seinem Fluss zu gleich großen Ehren verhelfen wie der Mosel, dem Rhein, der Elbe, der Donau und der Wolga. Unermüdlich entstehen neue Weserlieder, die ihn weit über die Region hinaus zu einem Begriff haben werden lassen. Weltweit werden seine Hits von Radiosendern ausgestrahlt. Und so ist es denkbar, dass selbst in der kleinsten Ecke unserer Erde die Menschen nun wissen, wo die Weser einen großen Bogen macht und was der alte Kapitän mit der Ziehharmonika macht. Peter Schünemann macht mit seinen Liedern das Weserberg-Märchenland noch märchenhafter. Im 18. Jahrhundert saß hier mal Franz von Dingelstädt mit seiner Laute. Heute hat Peter Schünemann den Platz übernommen und führt sein Werk fort. Über 300 Lieder zur Weser sind inzwischen entstanden. Angefangen hat es so. Ja, also wenn ich so zurückdenke, wo das mit meiner Musik anfing, ich war, ich sag mal, 2, 3 und ich hörte immer die Klänge auf der Ziehharmonika von meinem Vater, der ja also ausgezeichnet Ziehharmonika spielte. Und so kam ich dann in die Musik hinein. Das heißt, meine Eltern kauften mir dann ein kleines Xylophon zum Anfang. Ich war so 3 und habe dann also die schönsten Lieder schon auf dem Xylophon fabriziert, gespielt. Das war für mich eine Erfüllung. Musik, das war schon damals, ich denke mal, Balsam für die Seele. Und dann immer wieder gesehen, wie der Vater wunderschön die Ziehharmonika, die Klänge herauslockte. Und dann war es also so, dass ich vom Vater Unterricht bekam und im Alter von 5, 6 Jahren dann also die ersten Töne auf der Ziehharmonika selbst fabrizierte. Und siehe da, ich konnte nach ungefähr einem Jahr die Ziehharmonika spielen. So, und dann kam ich also mit 6 Jahren in die Schule. Und da waren dann meine Lieblingsbücher einmal das Musikbuch, das Musikschulbuch und das Religionsbuch. Also da bin ich drin aufgegangen. Gut, und dann, als ich dann 2., 3. Klasse kam, hatte ich dann den ersten Unterricht im Blockflötenspiel erhalten bei einem Lehrer. Der das eigentlich ganz gut rüberbrachte, aber der manchmal auch ziemlich jähzornig wurde, wenn man das nicht gleich kapierte. Und als ich dann mal eine Backpfeife erhielt, weil es nicht gleich so geklappt hatte, hatte ich da natürlich dann mit aufgehört. Das wollte ich also nicht, denn Musik, auch damals habe ich gesehen, das muss Spaß und Freude machen und da darf man also nicht ernsthaft herangehen. Das lag mir dann also nicht. Ja, und wir wohnten damals in Holzminn, Lüchtrünger Weg, und ungefähr 1 Kilometer weiter wohnten, man sagte damals, die Zigeuner.
Und mit den Zigeunerkindern habe ich auch sehr viel gespielt, weil das war unser Spielplatz da. Und eines Tages, es war spät am Nachmittag, gingen zwei Zigeunerjungs mit einer schwarzen Schlaggitarre die Straße entlang, haben gesungen und wir schauten aus dem Fenster und meine Mutter hatte die beiden Jungs dann hochgerufen und sie kamen dann und meine Mutter fragte, könnt ihr mal bei uns hier was vorspielen? Und siehe da, sie haben das gemacht und haben dazu gesungen. Und dann, nachdem das Ständchen zu Ende war, fragte meine Mutter so spontan, sag mal, wollt ihr die Gitarre nicht verkaufen? Und tatsächlich, die Zigeunerjungs brauchten anscheinend Geld. Meine Mutter kaufte das Instrument, ich weiß nicht, waren vielleicht 20 Mark, das war ja damals auch viel Geld, hatte sie also dann abgekauft und jetzt gehörte die Gitarre uns. Und ich kam dann also in den Genuss, dieses Instrument zu erlernen. Ich war damals also 8 und bin dann zweimal die Woche zu einem Musiklehrer gegangen in Holzminden. Und naja, das war dann so mein liebstes Instrument. Ja, und mein Gitarrenlehrer in Holzminden, das war der Arno Kamm, der selbst also ein Trio damals hatte, der auch viel Musik, Tanzmusik gemacht hat. Es war ja die Zeit überhaupt, wo jeder auch in einer solchen Sache auch Geld verdienen konnte. Und aber da war ich also so glücklich, dass ich diese 2 Jahre bei dem Arno Kamm das Gitarrespiel erlernte, was mir dann später praktisch so das absolute Gehör auch einbrachte. Dann sind wir später dann umgezogen von Holzminden nach Stadt Ollendorf. Die Eltern hatten da gebaut auf dem Rode Kamp. Und ja, jetzt wollte ich aber weiter Musik lernen. Und da ging ich dann weitere 3 Jahre bei dem Musiklehrer Tony de Graaf in den Akkordeonunterricht. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch das Notenspiel so richtig erlernen können, was mir dann auch wieder eine ganze Menge einbrachte. So, und in dieser Zeit, also mit 12, 13, die Musik war also immer sehr, sehr stark, hatte ich dann den Gedanken gehabt, Mensch, warum gründet man nicht eine Schülerband? Und dann hatten wir mit 2 weiteren Kollegen eine Schülerband gegründet. Und zwar nannten wir uns damals The Three Bongos, die 3 Bongos. Und ja, haben wir vielleicht 1 Jahr so musiziert. Und dann ging es weiter, dass wir mit meinem Vater eine Band gründeten. Mein Vater hat dann Schlagzeug, also hat nicht mehr das Ziehharmonika-Spiel, hat sich dann dem im Schlagzeug zugetan. Und dann hat man noch einen weiteren Kollegen, der Gitarre gespielt hat und ich auch die Gitarre. Und dann nannten wir uns dann The Happy Lions. Das war dann also die 2. kleine Band. Ja, wir haben musizierten dann ungefähr so 1 Jahr lang. Und dann ging es wieder weiter. Der Kollege, der stieg dann aus und jetzt habe ich mit meinem Vater dann ganz alleine gespielt. Und zwar in den ersten Lokalen in Holzminden, in der Stadtbackgaststätte zum Beispiel, waren wir also viele Male. Und so fing das dann an. Ich habe gesungen, mein Vater hat Schlagzeug gemacht. Und das waren immer wunderbare Tanzabende. Ich durfte allerdings damals noch nicht, ich sag jetzt mal, so lange bis in die Nacht hinein spielen. Wir haben es aber trotzdem ab und zu gemacht, dass es bis 11, 12 ging und so weiter. Und dann, siehe da, kam natürlich dann auch einmal ein Schreiben an vom Ordnungsamt, in dem also drin stand, der Junge muss zur Schule täglich und er darf also keinen Musikerjob ausüben in so jungen Jahren. Und das war uns natürlich erstmal eine Lehre, aber wir haben trotzdem immer weitergemacht. Und
Ja, nur so konnte man dann auch auf seinem Instrument gut werden, wenn man sich eine gewisse Routine dann auch aneignete. Und es hat ja auch Spaß gemacht, muss man mal sagen, so Tanzabende zu bewältigen. Ja, und dann also so mit 16, 17 habe ich dann also eine Band gegründet, und zwar richtig dann Familienband, wo auch dann der Bruder dann eingesetzt wurde. Dem habe ich dann das Gitarrespiel dann auch beigebracht. Vater Schlagzeug, und dann haben wir immer noch einen vierten Kollegen dabei gehabt, oder einen fünften Kollegen. Und von da an nannten wir uns dann die Peter Schünemann Combo. Und später dann den Namen Peter Schünemann Showband.